So. Chainbelt. Okay, wir haben einen Gürtel gefunden. Sehr gut. Erstmal so ein bisschen mit Items ausrüsten hier, dass wir noch ein bisschen ja, besser widerstehen. Wir müssen eigentlich gleich unser Dingens wieder upgraden können, unser Gem. Das sollte dann gleich wieder oben sein. Das sieht man hier rechts, glaube ich. Das kann man hochleveln. Ich mache das übrigens mal ganz kurz. Ich mache das hier doch mal so. Dann sieht man vom Bild mehr. Das muss man fairerweise sagen, man sieht so ein bisschen mehr, weil doch viele Details drauf sind. Man kann immer so switchen, wenn man nicht ganz genau weiß, wo man ist. Das ist, glaube ich, besser. Okay, was haben wir hier noch? Da kann man noch erkunden hier. Ich frage mich, ob hier Truhen oder irgendwas sind, die ich einsammeln wollen würde. Ach, da unten ist der Wegpunkt. Sekunde mal. Scroll of Wisdom. Hier war Jeremy die ganze Zeit. Hier ist Jeremy rumgeeiert. Ja, den habe ich nicht gesehen. So, Wegpunkt. Mal. Ah, okay, so kommt man dann zurück. Fantastisch. So, ich mache mal ganz kurz Folgendes. Come to hear your poem. Hello. Sell Items. So. Was haben wir hier? Ist das ein Schild? 25%. Aha, kann ich aber nicht tragen, weil passt nicht zum... Okay. Ironhead Armor 9, Armor 9. Du kannst weg. Nailed Fist Claw weg. Weg. Damage machen wir hier ein bisschen mehr. 6 bis 11. Wir können das halt noch upgraden. Driftwood Club. 6 bis 9. Attack Speed. Weapon Range 9. Increased Spell Damage. 40% Increased Physical. Ah, okay. 7 bis 10 physischer Schaden, 1,4, Weapon Range 9. Halt. Was? Hä? Was hab ich jetzt gemacht? Ach so, weil ich die Sachen verkaufen würde jetzt gerade. Jetzt check ich's. Okay, Armor 21, Armor 40. So, haha. Ja, akzeptieren wir mal. Nein, nichts kaufen. Hier, Sell Items. Ach, die haben wir schon verkauft jetzt. Okay. So, 4 bis 8 Damage. Scheiß drauf, weg damit. Orb of Chance. Kann ich jetzt hier... Fireball, 7 bis 10 Damage. Okay, wir brauchen einen anderen Orb hier. 7 bis 10 Damage, okay. Oh, das ist saukomplex. Ich check's noch nicht so ganz. Zack. So, gibt's noch ein bisschen was. Okay. Okay, dann gehen wir jetzt mal zurück. Wo müssen wir hin? Hier müssen wir lang. So, da bin ich wieder. Ein bisschen was verkauft. Dann können wir jetzt noch ein paar Sachen einsammeln. Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Nö. Ah, hier sind noch Leichen. Oh, jetzt habe ich aus Versehen hier drauf gedrückt auf Tränke trinken. Wollte ich nicht. So, dieser Buckler ist ein Schild, aber das kann wahrscheinlich bloß dieser komische andere Typ da, dieser starke Typ da, dieser komische, na, ich nenne ihn mal Barbaren, tragen. The Tidal Island, okay, da müssen wir hin. Instance Reset, you have entered Tidal Island, okay. So, Ground, okay, ganz offen Ertrunkene hier. White Spirit Shield. Schön. Also man kann hier echt diese ganzen Items, die haben irgendwie alle Sockel. Das heißt, man kann über die Sachen reinpacken. Calm has removed the eternal stain from this coast. The Empire's citizens decorate our meeting houses with their heads. Our warriors build homes for our families. Our families till the earth, fish the waters,
fill the air with song. The card we weigh is yet a seedling here, but it grows, gains in pride and power every day. Calm has kept his promise. The time of the Karui has come. Okay. So, ein Ring, sehr gut. Also ich glaube, wenn man die ganzen, man kann echt noch sau viel zur Hintergrundgeschichte und so weiter rausfinden. Das finde ich sehr gut. Da gibt es sehr viel zu finden. Wir müssen uns lange genug überleben, beziehungsweise uns clever genug anstellen, dass wir hier sauber durchkommen. So, Scroll of Wisdom, zack. Wow. Okay, Jeremy geht schon wieder ultra ab hier. Ich bin voll der Böppel, die hier einfach hinterherläuft. Too much clutter. Schon wieder. Ist doch nicht wahr, dass ich schon wieder zu viel Krempel mit mir rumschlepp. Das ist doch nicht wahr. Immer schleppe ich zu viel mit mir rum. Ich bin echt ein Messi. Ich bin eine totale Item-Messi. Das ist aber Rusted Sword. Juhu, wir haben ein Schwert gefunden, ein rostiges. Geil. So. Oh, ein Boss. Na komm. Verbrennen. Brenn, du Sack. Na komm. Oh. Na komm. I need more mana. Ja, warte mal, das kriegen wir hin. Too much clutter. Okay. Medicine Chest. Ach ja, das ist das, das war das Quest-Item. So. Kupferschwert. 7 bis 15 Damage, okay. 25% Accuracy. Wir haben keine Scroll zum Identifizieren. Doch hier. Scroll of Wisdom, da haben wir es. 7 bis 15 Feuer Damage, Lightning Resistance. So, 6 bis 11 Damage. Critical Strike Chance, okay. Kann ich aber nicht tragen. Ach ja, weil es nicht für mich ist. Okay. Too much clutter. Portal Scroll. Machen wir mal. So, Superior Rusted Hatchet. Mann, 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 Mann. So, ich drücke aus Versehen immer noch die falschen Tasten. Ich habe eine neue Maus nämlich und das ist, da muss ich mich erstmal ein bisschen dran gewöhnen jetzt. Weil das ein bisschen anders ist. Extra Life. Okay, das sind die Bosse hier. Hallo, stirb, komm. Ciao. Too much clutter. Wir haben echt zu viel Krempel dabei. Weil ich auch wieder jeden Mist einsammeln natürlich. So wie es sich gehört. Alles einsammeln ist ganz wichtig. Shabby Jacken ist so ein Schild, glaube ich, ne? Das ist das komische Holzschild, was wir haben. Nailed Fist kann man, glaube ich, auch nicht benutzen. Aber ich will ja mal gucken, dass wir die Sachen vielleicht eintauschen. Vielleicht gibt es irgendwas Cooles. Es gibt da so schöne Items, die, also so schöne Belohnungen, die man kriegt. Ich weiß gar nicht, ob es hier irgendwie Gold oder irgendwas gibt. Also irgendwas, was man dann, was man nutzen kann oder ob die wirklich dann immer aus diesem... I think this ray class will serve. Okay. So, take the medicine chest to Nessa. Okay. So, Gold? Nein. Okay, es gibt kein Gold. Das ist gut zu wissen. Dann gehen wir zur Küste. Also es gibt dann nur Items wahrscheinlich, die man dann eintauschen kann, muss, darf, keine Ahnung. So, Wegpunkt. Zack. Ab nach Hause und dann geben wir die Quest ab und verkaufen wir das ganze Gezuppel, was wir jetzt hier noch dabei haben. I'd almost stop believing in miracles. This medicine chest. It's greater than the serums and salves it holds. It tells us that we can do more in Rayclass than merely suffer. I've not much to offer in return, but please, take something in thanks for what you've done. Na gerne doch. Was haben wir hier?
Medium Life Flask recovers 100, also stellt 150 Leben wieder her in 6,5 Sekunden. Konsumiert 8 von 28 Charges, hat keine Charges, requires Level 3. Medium Mana Flask, Quicksilver Flask, lasts 4 seconds, consumes 20-50 Charges, carries 0 Charges, 40% erhöhte Movement Speed. Achso, muss ich jetzt irgendwo reinpacken. Okay. Kann ich die jetzt hier neu anordnen? Ja, ne? Okay, machen wir es mal so. Okay, man hat hier verschiedene Fläschchen. Und die sammeln sich dann wahrscheinlich wieder nach oben so allmählich. So, purchase, nee, sell items. Verkaufen. 6 bis 11, verkaufen. Verkaufen. Akzeptieren. So, dann mal ganz kurz. Ach, wir hatten den Level nicht, dass wir das Item tragen konnten. Okay. So, kann ich den hier reinpacken? Nein, weil der ist nicht rot. Ich brauche ein rotes Item. Orb of Alteration. Blacksmith's Weathstone. Aha. Also wir machen 7 bis 15 Damage jetzt. Wir machen jetzt aber kein Dingens mehr, keinen... Das ist jetzt Nahkampfschaden, den wir machen. Das ist irgendwie doof. Will ich nicht. Was ist das? Rusted Spike. Okay. Der Gürtel, was hat der? Plus 16 to Maximum Energy Shield. Increased Spell Damage. Requires 50 Intelligence. 14% Spell Damage. Kann ich den nicht tragen? Ach, das ist das Schild hier. Ah. So, jetzt hat das Schild. So, jetzt haben wir hier. Freezing Pulse, Orb of Alteration. Reforge the magic item with new random properties. Right click this item, left. Okay. Was haben wir hier? Upgrade the normal item to a random rarity. Right click this item and left click a normal item to apply it. Ich hab keine Ahnung. Das. Nee, den heben wir mal auf. Okay, Orb of Binding. Improves the quality of a weapon. Aha, so kann man die Sachen. Quality plus 2. Was auch immer das bedeutet. Orb of Alchemy. Upgrades a normal item to a rare item. Orb of Alchemy. Ich habe keine Ahnung, wie oft diese Steine halt kommen. Ach komm, wir probieren es mal. Item is currently equipped. Okay. So. Target is not normal rarity. Item sockets are not empty. Ah ja, okay. Nehmen wir den Helm. Ah, okay. Stun and Block Recovery. Dire Veil Iron Head. Okay, so kann man die Sachen dann upgraden auch. Das ist auch cool. Unidentified. So, was haben wir hier? 4 bis 8 Damage. 8% Spell Damage. 12 zu Intelligenz. Mach's mal so. Zack. Physical Damage 4 bis 8. 6 bis 11. Nee. Hat nicht wirklich einen Effekt gerade. Na gut. Was haben wir hier? Freezing Pulse. Kann ich den hier dann auch reinsockeln? Okay. Project Pierce All Targets. Aha. Oh Mann, ich check gar nichts. Fireball Freezing Pulse. Ach, weil der jetzt auf dem Schild drauf ist wahrscheinlich. Oh Mann. So, unidentified. Increased movement speed, fire resistance. Machen wir Damage, nehmen wir den. Das tun wir weg, 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 weg. Weg.
So, ist ein Orb of Alteration, Scroll of Wisdom. Okay. So. Oh, Mann. Open Help Panel. Sehr gut, ja, das wäre cool. Adds 1 to 4 physical damage to attacks. Adds 1 to 4 physical damage to attacks. Okay, Tarkley. Tarkley is as good a man as you can find on this godforsaken coast. He has some wrongs to right, no doubt. What they are, I've never asked, and I never will. If not for Tarkley, we'd all be dead. Okay, so. Vergib noch deine Level. Ja, Quest complete. Mercy Mission, Quest complete. You have given the medicine chest to Nessa and have received a reward. Okay. God hasn't abandoned us. So. Spell Damage. 12% increased Spell Damage. 10 Intelligenz. Was haben wir hier? Spell Damage. Increase Cast Speed. Requirements not met. Okay, was haben wir? Okkultist's Dominion. 16% increased Spell Damage. 4% increased Cast Damage. 20% Intelligenz. Okay. So. Apply Points. Na gut. Mach mal aktuell mal ein bisschen was auf Damage und dann später noch auf das ganze andere Gezuppel. So, es hakelt gerade ein bisschen, kann das sein? Aktuell hakelt das Spiel ein bisschen, warum auch immer. So, Tarkley, hallo. Got a job for you, if you're willing. There's a pool near the mud flats needs investigating. You'll smell it before you see it. Stinks like a carcass in high summer, but that's not the worst of it. Dead birds walking. Animals don't rise up again the same as people do here. So if they aren't raising themselves, what's doing it for them? The answer's in that fetid pool. Clear the place out and kill whatever's raising those rowers. We've got enough living dead to contend with already. Okay, cannibals. Though they might look like you or I, behind those eyes, there's nothing but darkness and hunger. Whatever's got inside those folks is not even close to being human. Okay, medicine chest. That medicine chest you found. It'll do more than you might think. The medicine will run out, it always does, but Nessa won't. Give that girl a sliver of hope and she'll carry it to the end of the world. Das ist aber sehr löblich, muss ich sagen. Stay sharp out there. So, wo müssen wir jetzt hin? Wahrscheinlich hier wieder zurück, ne? Waypoint. Wahrscheinlich zur Küste jetzt, oder? Vermute ich mal, dass es hier weitergeht. Irgendwie hackelt das Spiel gerade. Ich weiß aber nicht warum. Entering the Mudfield. Es liegt aber nicht im Rechner. Der Rechner langweilt sich. Die Grafikkarte genauso, es kann nicht am also es liegt nicht am Spiel, am Rechner. Jetzt geht's wieder. Wow. Ja, okay. Ich merke irgendwie nicht viel von dem Increased Spell Damage oder die Creature werden alle viel stärker. Da bin ich mir nicht sicher gerade. So, wieso Messi einfach wieder alles einsammeln, ist ganz wichtig. Drone Nest. Find a use for a strange glyph in the mud flats. Okay. Irgendwas komisches haben wir gefunden, das müssen wir jetzt so benutzen dann. Sehr gut. Dripping Dead. Schön. Ach ja, so, jetzt wird es zwar schöner von der Landschaft her, finde ich. Also man muss echt sagen, das Spiel. Too much clutter. Ja, wir sind 2 Sekunden hier und schon bin ich wieder überladen. Sehr gut. So gefällt mir das. Ich muss sagen, das Spiel gefällt mir grafisch sehr, sehr gut. Da steckt sehr viel Liebe im Detail drin, muss ich sagen. Habe ich gerade Damage von dem Dingens? Nee, das ist Jeremy. Aha. Ach so, ich habe das Mausrad ja auch noch. Ja, zum Glück habe ich eine neue Maus gekauft. Sonst wäre das echt schwierig mit, Boah, das wird krass. Ich hab das gar nicht gecheckt. Ja.
Na komm. So, keine... Komm, sterbt. Lass mich in Ruhe. Das ist cool. Ich kann jetzt mit dem Mausrad, kann ich jetzt so Frostdinger machen. Okay, den Frosch können wir nicht töten. Finde ich gut. Okay, da brennt einer. Oder hat gebrannt. Ich frage mich, ob das Frosting überhaupt Damage macht. Oder ob das nur eine Chance hat, die Creeps einzufrieren. Ich glaube, das macht gar kein Damage. Kann das sein? So, da geht es auf jeden Fall irgendwo anders hin. Ah, es macht Damage. Okay. Sehr gut. Der Fetid Pool. Müssen wir da rein, Jeremy? Oder müssen wir nicht noch woanders hin? Nein. Nein, das wollte ich nicht. Mist. So, jetzt aber. Außerdem zurückgegangen. Wollte ich nicht. Wow, das sieht echt widerlich aus hier. Oh, das muss doch mega stinken. Und dass wir da nicht runterfallen, grenzt an eine Wunde. Das ist echt krass. Ich muss sagen, grafisch finde ich's. Aber Friends Mutation, ich finde es grafisch irgendwie schöner als Diablo sogar. Wenn ich ganz ehrlich bin. Das kann jetzt auch nur Ansichtssache sein, aber ich finde es grafisch echt schöner. Es wirkt irgendwie ein bisschen lebendiger. Beziehungsweise anders. Es wirkt. Too much clutter. Oder realistischer? Ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Es wirkt auf jeden Fall echt anders. Weil Diablo ist ja mehr dieses. So ein Stück weit noch so ein bisschen. Kann man sagen, comic-mäßiger? Ich glaube, ihr wisst ja, was ich meine. Und das wirkt hier so ein bisschen so. Ja, es wirkt erwachsener, finde ich. Aber es kann auch nur meine Meinung sein, bin ich. Na komm. Zack. Alles kalt machen hier. Da ist noch eine Truhe. Einmal aufmachen. Blacksmith. Irgendwas Stone. Too much clutter. Also ich glaube, wenn man im Spiel ganz gut drin ist, beziehungsweise auch checkt, was man wie machen muss. Kadavus ist der Defille. Ja, Defille mal. Huch! Was? Toll, mir hat Windows jetzt gerade gesagt, ob ich die Feststelltaste aktivieren will. Nein, will ich nicht. Wie kommt er jetzt auf dieses Dingens? Entschuldigung. I need more mana. Too much clutter. Ach, das liegt an. Das liegt an der neuen Maus. die hat nämlich so ein Dingens, dass ich da die Umschalttaste oder irgendwas machen kann. So, Tribal Club. Zack. Unidentified. Haben wir irgendwas Cooles? Haben wir noch ein Health-Fläschchen hier? 70. Das ist gleich wie das, was wir haben, glaube ich. Brauchen wir 25 Stärke dafür? Okay. Chain Belt. Too much clutter. Okay, click to level up. Zack. Machen wir mal. So, ich glaube, das hat man in der Aufnahme nicht gehört, dass ich das Ding jetzt hier aktiviert habe. Beziehungsweise, dass es kurzzeitig mal aktiviert wurde. Ich bin noch nicht hundertprozentig fertig, die Maus einzustellen. Das kommt alles noch. Das habe ich noch nicht alles hundertprozentig eingerichtet und geschafft. Beziehungsweise Tastatur auch noch nicht, aber werde ich dann schon noch machen. Damit das dann alles sauber funktioniert. Beziehungsweise auch so angepasst ist, wie ich es brauche. Too much clutter. Okay. Iron Drink nehmen wir gerne mit. So, ist irgendwie affig. Die kommen in einer Welle einfach und du ballerst einfach drauf mit dem Ding und crushed hier durch. Das ist irgendwie. So, ich müsste vielleicht hier mal
Mana trinken. Wäre sinnvoll. Dann kriegen wir nämlich noch ein bisschen den Talk to Tagley for your reward. Okay, ich glaube, wir sind fertig. Ach ja, wir mussten ja nur alle Creeps hier drin killen. Okay, ja, das haben wir jetzt gemacht. Dirty Job, optional. So, haben wir gemacht. Breaking some apps, eggs, travel to Mud Ding Dong irgendwas. Na gut. So, jetzt müssen wir hier noch weiter erkunden, glaube ich. So, sehr gut. Too much clutter. Kann ich die eigentlich... Ah, die kann ich schon killen, bevor die hier rauskriechen. Das ist sehr gut. Dann nerven die mich nämlich nicht. Ah, das ist so ein Nest. Zack. Und wir haben das komische Glyph. Was auch immer wir mit dem Glyph machen. Aber ist okay. Zack. Stirb. So. Waha. Leben wäre Mana, wenn nicht schlecht. Sonst wird das mit Angreifen echt schwierig. Superior Nailed Fist. Ja, ist klar. Da oben ist nichts mehr. Also grafisch ist das Spiel echt schön. Das kann man gar nicht anders sagen. Es ist echt cool. Portal Scroll. Nehmen wir auch gerne mit. Also da kann man sich echt in gar keiner Weise beschweren. Es sieht wunderschön aus. Chromatic Orb. Okay, die Sachen droppen auch wahnsinnig oft. Das heißt, man kann dadurch echt Items ganz gut upgraden. Was ich sehr begrüße. Das ist echt cool gemacht. Mal schauen, wie wir später dann im... Too much clutter. Okay, da ist wieder irgendein komisches Item. Ah ja, und Jeremy hat es gelootet. Sehr schön. Der Stein ändert die Farbe der Sockel. Ah, okay. Das ist eigentlich auch ganz cool, weil dann kannst du damit halt die Items wirklich... Du kannst hier die Items echt komplett individuell anpassen dann. Beziehungsweise, wenn du was Cooles gefunden hast, dann kannst du einfach die Eigenschaften halt ändern. Das ist eigentlich gar nicht mal schlecht. So. Da haben wir einen Boss wieder oder einen Champion. Die kommen dann auch gleich in richtigen Riesenwellen. Was eigentlich ganz cool ist. Hallo? Komm. Stirb. Too much clutter. Zack. Also läuft ganz gut eigentlich, dass wir uns hier durch die Gegnerhorden durchkämpfen. Ich frage mich echt, wie das später dann im schwierigeren Game ist. Da wird es bestimmt nicht mehr so einfach sein dann. Beziehungsweise da wird man sich ein bisschen intelligenter anstellen müssen dann. Und nicht nur einfach blind Keysmashing betreiben müssen. Aber lass mich mal überraschen. So, wir sind wieder ein Level aufgestiegen. Geil. Lady Happyfoot, die ist Level 7 now. Geil. Mir ist übrigens kein blöderer Name eingefallen auf die Schnelle. Das muss ich mal ganz kurz erwähnen. Mir ist echt nichts Dämliches eingefallen. So, haben sie vergessen, den Namen da zu übersetzen? Oder wieso ist der da eigentlich so komisch? Alchemy Shard, okay. Zack. Ich glaube ja. Also ich hoffe, Jeremy sagt mir, wenn ich irgendein Item loote aus Versehen, was er dringend gebrauchen kann, weil ich habe gar keine Ahnung. Ich nehme einfach alles Mögliche mit und schaue, was passiert. Ich achte da nicht so wirklich drauf. Okay, die Glyphen. The cave is now open. Talk to Tagley for your reward. Okay. The submerged passage. Aha. Ja, geil. Wir haben irgendwie Glyphen da reingepackt und jetzt können wir in die Höhle rein. Das finde ich sehr gut und praktisch wie es ist, ist hier auch gleich ein Wegpunkt. Hervorragend. So lobe ich mir das. Warte mal, Jeremy, ich muss ganz kurz zurück. Lass mal ganz kurz zurückgehen, Jeremy. Ich muss Sachen verkaufen, weil sonst, oder eintauschen besser gesagt, ansonsten wird das schwierig.
Sell Items. Moment. Zack, was ist das? Spiked Bundle, Chance to Block. Was haben wir? Schuhe, geil. Schlechter als die, was wir jetzt haben, finde ich geil. So, weg, weg. Ach komm, weg damit.